Wir sind das Fachzentrum Ritter und Ritter. Mein Name ist Hanna Ritter, ich bin Fachzahnärztin für Kieferorthopädie. Der Gedanke unseres Fachzentrums ist es, einmal das Fach der Kieferorthopädie und der Mundkiefer-Gesichtschirurgie unter einem Dach zu vereinen. Ja, ich mache dabei den chirurgischen Part. Mein Name ist Lutz Ritter, ich bin Facharzt für Mundkiefer- und Gesichtschirurgie und wir sind hier gemeinsam in Hennef niedergelassen. Wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile mit dem Orthofos SL und sind sehr zufrieden mit der Bildqualität, vor allen Dingen was das Panorama angeht. Die Panoramabilder sind so, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, kombiniert mit der Funktion, dass man verschiedene Bereiche auch nochmal speziell ausleuchten kann, zum Beispiel den Frontzahnbereich, ergibt sich da nochmal ein ganz anderes Indikationsspektrum auch vorne. Man kann auch Karies besser sehen. Die feinen knöchernen Strukturen sind sehr, sehr, sehr detailliert darstellbar und das Ganze, soweit wir wissen, zu einer sehr akzeptablen Strahlendosis. Von daher machen wir einen sehr guten ersten Eindruck von dem Gerät. Das Besondere am Orthofos SL ist, dass ich wirklich alle Möglichkeiten, die ich jetzt röntgenologisch benötige, in einem Gerät habe. Das heißt einmal diese 2D-Komponente und dann die 3D-Komponente und dann sogar noch die Möglichkeit, verschiedene Volumengrößen auszuwählen. Je nach Fragestellung brauche ich eben viel oder weniger 3D-Informationen. Die Positionierung funktioniert sehr gut mit dem neuen Orthofos SL. Die Aufnahmen sind in der Regel gut diagnostizierbar. Auch die Panoramaaufnahmen sind mit dem neuen Okklusalaufbiss leichter zu positionieren für die Helferinnen, sodass die entsprechende Höheneinstellung und auch die entsprechende Parallelisierung zur Frankfurter Horizontalen besser gelingt, als das vorher der Fall war. Man kann die Volumina von 3D auch auf den Patienten mit Hilfe des Laservisiers projizieren, sodass man genau sehen kann vor der Aufnahme, wo macht man die Aufnahme von, was die Fehlerwahrscheinlichkeit und die Fehlpositionierung dann deutlich verringert. Die Positionierung innerhalb des Geräts funktioniert sehr gut, weil wir auf der einen Seite eben das Fachpersonal haben, was auch natürlich geschult ist da drin, auf der anderen Seite die Unterstützung des Geräts, das einen darauf hinweist, den Patienten gegebenenfalls noch ein bisschen nachzujustieren. Und von daher sind wir da auch sehr zufrieden mit, wie das hier gemacht wird. Wir arbeiten sehr gerne mit dem neuen EasyPad, empfinden das als sehr intuitiv und einfach. Für die Fachkraft ist das auch nochmal schön zu sehen, dass man eben den Kieferbereich auch auswählen kann, eben auch nicht durch irgendwelche Knöpfe, sondern einfach durch das Drücken da drauf. Und das ist sehr übersichtlich gestaltet und nimmt natürlich auch Unsicherheiten beim Personal bei der Einstellung. Mein persönliches Fazit zum Orthofos SL ist bisher sehr positiv. Wir haben das Gerät tagtäglich im Einsatz, es funktioniert zuverlässig, es liefert eine sehr, sehr schöne Bildqualität im Panoramabereich. Was mir in 3D gut gefällt, ist, dass man die Größe der Volumina relativ frei einstellen kann und auch dort die Bildqualität sehr, sehr überzeugend ist.